Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wie man die Laufzeitkomplexität von Programmen oder Programmteilen bestimmt. Das Ganze an Beispielen. Und wovon ich genau rede, ist diese Notation ON oder O log N oder sowas. Also wenn wir uns einen Algorithmus angucken, dann kann man das ja schon bestimmen, aber ist bei einem Programm vielleicht schwieriger. So, wir gucken uns dazu dieses sehr unrealistische Programm an. Lass es mich kurz beschreiben. Wir haben hier eine Funktion, die nennt sich mach was. Sie bekommt ein Array als Parameter. Wir wissen nicht, wie groß das Array ist. Und egal wie groß das Array ist, wir haben hier eine Vorschleife, die geht fünfmal durch von 0 bis 4 und weist dem jeweils item Element den Wert 0 zu. Welche Laufzeitkomplexität hat das? Ihr könnt kurz nachdenken. Wir gehen das Ganze hier Schritt für Schritt durch. Wir gucken erstmal, weil das an dieser Stelle so einfacher ist, bei komplexen Funktionen ist das schwieriger. Wir gucken erstmal ganz innen drin, welche Laufzeitkomplexität hat dieser Teil hier? Dieser Teil hat die Laufzeitkomplexität O1. Warum? Weil es nur eine einzige Zuweisung an dieser Stelle hier ist. Und dann gucken wir uns an, welche Laufzeitkomplexität hat denn, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, wir gucken uns das aber erstmal so an hier, dieser Teil hier, der innen drin hat 1, aber wie oft wird es denn ausgeführt? Es wird O 5-mal ausgeführt, aber wir haben ja gelernt, bei der O-Notation ist uns eigentlich eine Konstante egal. Eine 5 wird runtergebrochen auf eine 1. Was heißt das für uns? Wenn unser Array hier 5 Elemente hat, dann wird die Schleife 5-mal durchgeführt. Wenn unser Array 2000 Elemente hat, dann wird die Schleife auch 5-mal durchgeführt. Ist also völlig unabhängig von der Größe unseres Arrays. Ein weiteres Beispiel, was ziemlich ähnlich aussieht. Wir haben genau dieselbe Funktion, allerdings gehen wir jetzt über das gesamte Array. So, und ihr könnt euch hoffentlich sicherlich denken, was die Laufzeitkomplexität von diesem Ding hier ist. Es ist On. Warum? Wenn unser Array 5 Elemente groß ist, dann gehen wir 5-mal durch diese Schleife durch oder machen 5-mal diese Zuweisung. Wenn unser Array 2000 Elemente groß ist, dann machen wir das 2000-mal. Das heißt, je nachdem, wie groß unser Array ist, so groß ist auch die Anzahl der Durchläufe. Deswegen On. Jetzt ein bisschen komplexeres Beispiel. Wir haben dasselbe, nur dass wir eine verschachtelte Funktion hier haben. Man achte bitte auch drauf, dass ich hier I und P gewählt habe und nicht I und J. Warum? Weil I und J sehr schwer auseinanderzuhalten sind. Verwendet niemals I und J gleichzeitig. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, wir gehen diesmal wieder von innen durch. Das ist einfacher. Wir wissen von eben noch, das hier ist O1. Und wir wissen von eben noch, dieses Ding hier ist dann also On. Und jetzt überlegen wir uns, ich mach's mal so, ist ein bisschen komplizierter jetzt. Wir gucken uns nur mal an, dieser Teil hier oben. Nicht den Inhalt, nur der Teil hier oben. Den gucken wir uns an und sagen, wie oft wird denn diese Schleife hier, wie so oft soll die denn durchgeführt werden? Was wäre denn die Laufzeitkomplexität dieses, ich sag mal, Headers sozusagen? Dann kommen wir genauso wie an dieser Stelle hier auf On. Warum? Weil wir n mal hier vorbeikommen, sag ich mal. So, und jetzt ist an dieser Stelle wichtig, dass wir, deswegen habe ich das hier oben so gemacht, dass wir jetzt in dem nächsten Schritt das beides sehen. Wir haben hier On mal On. Also für jedes n hier, für jedes n hier wird das hier einmal ausgeführt. Das heißt, wir haben On Quadrat als Gesamtlaufzeitkomplexität. Und wer jetzt das Ganze noch ein bisschen übertreiben will, die Funktion selber hier, die könnte man ja denken, dass die einfach O1 ist und dann kommen wir auf die Gesamtkomplexität. Lasst euch von dem Kram hier gerade nicht verwirren. O1 mal, Entschuldigung, O n Quadrat ist O n Quadrat. Und das sind alles große O's. Ich hoffe, die sehen alle groß aus. Ihr wisst ja, kleine O's haben wieder eine andere Bedeutung, muss man aufpassen. Aber gut. So, wir wollen aber zu einem bisschen realistischen Programm kommen. Dieses hier, das zur Fakultätsberechnung bestimmt geschrieben ist, zugesandt von einem Zuschauer. Vielen Dank dafür. Es ist leider ein bisschen zu lang gewesen, deswegen habe ich es hier in zwei Teile geteilt. Und wir gehen einfach mal Schritt für Schritt durch. Wir sehen im Vergleich zum vorigen Beispiel hier, haben wir immer nur einen Klumpen, den wir uns angeguckt haben. In dieser eher natürlicheren Funktion ist es dann so, dass wir hier ganz viele kleine Klümpchen haben. Wir gehen also erstmal hier ganz vorne durch. Wir gucken uns an, welche Laufzeitkomplexität hat dieser Teil hier. Und wir stellen fest, der hat die Laufzeitkomplexität O. 1. Warum? Weil egal wie groß unser n hier ist, das Ding wird nur einmal ausgeführt. Ich weiß, wer schon mal gelunzt hat hier, gelunzt,
der sieht, das ist natürlich hier eine rekursive Funktion, aber das interessiert uns jetzt an dieser Stelle erstmal nicht. Die Rekursion interessiert uns erst hier. Dieser Teil hier an sich selbst fragt ja nur einmal ab, deswegen O1. Wir gucken uns den nächsten Teil an und ich hoffe, ihr könnt es euch schon denken, es ist O1. Denn auch dieser Teil wird nur genau einmal ausgeführt, auch wenn das N 5000 groß ist. In diesem einen Funktionsaufruf, in diesem einen Aufruf. Okay, wir gehen zum nächsten Teil. Auch dieser Teil hier hat die Laufzeitkomplexität O1. Auch hier wieder selbes Spiel. Das Ding wird genau nur einmal ausgeführt. Und jetzt stückeln wir ein bisschen. Wir gucken uns erstmal diesen Teil hier an. Wird wieder nur einmal ausgeführt. Ich hoffe, ihr habt es erkannt. Also O1. Und wir überspringen den Teil. Wir gucken uns den Teil hier an. Hat die Laufzeitkomplexität O1. So, und jetzt kommen wir hierzu. Das Ding hat die Laufzeitkomplexität O. Ja, was denn jetzt? Wir überlegen, wie funktioniert die Fakultät. Wir gucken uns an, was steht hier. Und wir stellen fest, wenn wir hier eine 5 reintun, dann wird hierdurch, dadurch, dass hier eine Rekursion entsteht, das ganze Ding viermal aufgerufen. Das heißt n-1. Aber wer aufgepasst hat, der weiß, bei der O-Notation werden Konstanten weggekürzt. Das heißt, was eigentlich am Ende bleibt, ist nur das n. Und das gilt natürlich nur für diesen Teil hier. Und jetzt gucken wir uns an, wie oft wird dieser Teil hier ausgeführt. Die ganz einfache Berechnung wäre, dass wir einfach alles hier multiplizieren. Dass wir sagen, Entschuldigung, wir müssen das alles addieren, nicht multiplizieren. Ist ja nicht wie hier geklammert, also da ist ja nicht eine Schleife in der anderen. Mir fehlt gerade das Fremdwort dafür. Also stehen ja alle nur hintereinander, also müssen wir addieren. Also O1 plus On plus O1 plus O1 plus O1 plus O1 sind als Gesamtlaufzeitkomplexität On plus 5. Und wir haben ja wieder, wie gesagt, gelernt, dass uns Konstanten nicht interessieren. Also bleiben wir bei der Laufzeitkomplexität On für dieses Ding hier. Das ist die simple Denkweise. Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen das Ganze noch kontrollieren. Und zwar, dieser Teil hier wird ja nur dann aufgerufen, wenn das Ding hier trifft. Entschuldigung, natürlich, wenn das Ding hier nicht trifft. Also wenn das nicht zutrifft, dann wird ja nur der Else-Zweig ausgeführt. Wir können hier also rauslesen, wenn dieser Teil gleich 0 ist, dann springen wir hier rein. Jetzt gucken wir mal, welchen Wert hat das denn? Hier werden ein paar Werte gesetzt und ansonsten hier könnte was gesetzt werden. Wir wissen es nicht. Wird in Java automatisch auf 0 gesetzt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls, wir gehen mal davon aus, wir wissen gar nicht, ob das jetzt 0 ist oder nicht. Und wenn wir das nicht wissen, dann ist es tatsächlich on, weil das ist der Worst Case. Wenn es aber bestimmt ist, wenn wir sagen könnten, das trifft ja niemals zu, dann wäre der Teil zwar on, aber die Gesamtkomplexität trotzdem O1, weil das ja nie ausgeführt werden würde. Sehr theoretischer Fall. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit ungefähr meine. Man kann also nicht nur den Code einfach stupide angucken, wie, Achtung, wie ich das jetzt hier gemacht habe, das ist sehr simpel, sondern man muss unter gewissen Umständen schon auch die Ifs mit reinberechnen, ob die jetzt und wie sie anschlagen, in welcher Form. Aber es sollte auch gesagt sein, sagen wir, unser If hier würde nur in der Hälfte der Fälle anschlagen. Das heißt, nur wenn wir 10 als n reingeben, würden wir nur 5 mal diesen Teil hier ausführen. Dann würde man ja denken, okay, dann haben wir ja die Laufzeitkomplexität O n durch 2. Aber offensichtlich interessiert das nicht unbedingt die Leute. Es wird auch, dadurch, dass es eine Konstante ist, gekürzt und wir bleiben bei n. Warum? Weil n und n durch 2 sind beides lineare Laufzeiten. Das eine, da ist die Kurve halt steiler, aber es ist beides linear und das ist der Punkt, der uns interessiert. Geht die Kurve linear so, okay, ist nicht ganz gerade, oder geht sie halt exponentiell oder weiß nicht, oder noch steiler. Okay, das letzte war ein Witz. So, ich hoffe, das Video hat nicht zu sehr verwirrt. Fragen, Anmerkungen in die Kommentare und auf jeden Fall die Beschreibung angucken. Falls hier irgendwelche Verbesserungen sind, wird das in der Beschreibung landen. Warum? Weil YouTube die Anmerkungsfunktion für immer deaktiviert hat. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen.